Hallo, grüße euch. Paraguay Live, heute wieder zeige ich euch einige Details mit den Stromleitungen von außen von dem Haus, freistehenden Einfamilienhaus, als auch von drinnen. Also bleibt dran. Also hier sieht man die Kolumnen. Ja, also schöne Ausbeton direkt vom Ande nach besten Vorschriften. Das ist auch wichtig, das ist der Transformator und da die Straßenbeleuchtung. So, hier bereiten wir natürlich auch Maschendrahtzaun mit Quebracho, also Holzpfosten. Also man sieht es hier, sehr schöne Holzpfosten. So, da hinter mir sieht ihr natürlich das Mauerwerk. So, das kann man als Stützmauer wie in unserem Fall setzen. Und da oben drüber gehen die Holzpfosten. So einfach ist es. Ich gehe da noch mal näher dran, damit ihr im Prinzip das Mauerwerk sehen könnt. So sieht es aus. Hinten die schöne Aussicht. Und hier kann man die Stützmauer sehen. Oben, wie gesagt, ist das Grundstück aufgefüllt worden. Und so im hinteren Bereich sieht man das Haus. Wunderbar gelöst und sehr gut gemacht. So, hier sieht man das Haus mit der Mauer, die mit Natursteinen verkleidet wird. So sieht die Mauer, die noch natürlich verfugt wird. Daneben sind die Jungs gerade am Verfugen. So, hier sieht man noch den Boden mit Fliesen. Es wird noch richtig schön sauber gemacht. Vom Kunden gewählt. So, und solche Steckdosen, ich sag mal, die Hälfte europäisch, die Hälfte paraguayisch, setzen wir auch gerne ein. Dann Klimaanlage frisch eingesetzt. Und hier das Dach. So, die Innenstandardtüren habe ich, glaube ich, auch schon gezeigt. Farbe kann man natürlich auf jeden Fall individuell wählen, ob es etwas dunkler oder heller sein sollte. Hier nochmal ganz kurz der Kincho-Bereich. Hier Swimmingpool wird vorbereitet und da sieht man wieder die Strommasten. So,
Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, einfach Likes nach oben geben, das Video teilen. Und unten in der Videobeschreibung gebe ich euch auf jeden Fall unsere E-Mail-Adresse als auch WhatsApp bzw. Telegram-Nummer. Im Falle des Falles einfach einrufen oder vorher Bescheid geben, weil ich ja logischerweise auch sehr viele andere Termine habe. Aber ich stehe euch gerne zur Verfügung. Also macht's gut, seht ihr das im nächsten Video.